Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golf It. Mit dabei ist wieder der Tobi. Hallo. Und wir spielen die Map One Hole Wonder nach mehrerem Rumprobieren, weil wir gerade irgendwie zu blöd waren, ein Spiel zu starten, also hauptsächlich ich. Nein. Ja, das ja. Nicht. So, ich hab mal starten gedrückt. Ja, das ist perfekt und los geht's. Ja, ich muss ja in der ewigen Statistik viel aufholen, habe ich gemerkt. Was ist das denn für ein Troll? Weiß ich nicht. Dass du es gesagt hast. Ich muss meinen Mund halten bei sowas. So, Vollstoff und ab dafür. Das so geplant, dann war das gut. Nicht dafür spielen, also scheint das zu passen. Mal gucken. Dann gucken wir mal, wo du bist. Ich bin nämlich schon drin. Ja, du cheatest ja. Wenn du Schläge sparen willst, drück R. Ja, du cheatest ja auch wieder hart rum. Wenn du Schläge sparen willst, drück R, weil du musst ja nur ganz kurz fliegen und zurück in das gleiche Ziel, wo wir gerade auch fahren. Ja, genau. Ja, ist doch gut. Ja, gut, dann nehmen wir das jetzt in Kauf. Aber da haben wir aber wenigstens ein bisschen was von der Map gesehen, ja. Also, muss ja hier an meine Zuschauer denken. Und den einen. So, jetzt aber hier. Denn das Ding heißt, glaube ich, nicht umsonst so, wie es heißt. One Hole Wonder. Ja, aber dann ist es ja wiederum komisch, dass das mit WH geschrieben wird, weil da gibt es ja eigentlich wirklich nur ein Loch. Wo wird es denn mit WH geschrieben? Hole. W-H-O-L-E. Nein! Ja, doch, stand glaub doch ich nicht. Gerade irgendwo da. Nein, wird's nicht. Du kannst einfach nur nicht lesen. Das kann natürlich auch sein, aber ist auch egal. Wurscht! Ich glaube, hier bin ich falsch. Hier bin ich richtig. Und da hat er auch noch Glück. Das war echt. Es geht schon wieder gut los hier. So wollen wir das haben. Hier bin ich, glaube ich, gar nicht so falsch, aber auch nicht so gut. Das ist richtig, aber mache ich noch ein paar Schläge. Ja, zwei mehr, ne? Ja, sind zwei mehr. Also wir müssen immer in das gleiche Loch. Für One Hole Wonder. Probiert hier akkurat. Ist knapp noch gerade mit hier rüber gekommen. Guck mal, hier ist unser Start. Ja, hier war ich ja auch gerade schon mal. Was hast du jetzt gemacht? Wie hab ich das denn geschafft? Ne, ich begrüße das, aber ich würde gerne wissen, wie. Zu feste geschlagen. Okay, cool. Und dann im falschen Winkel abgesprungen. Das ist ja schon ein Unglück. Ach, Quatsch, ich hab doch immer noch weniger zu. Ja, aber bedeutend weniger, weniger. Ja, easy. Schaffe ich auch. Hervorragend. Oh. Nee, das ist nicht richtig. Fangen wir lieber nochmal von hier an. Machen das gesittet. Hm. Naja, kann man mitnehmen. Fertig? Ja. Entschuldigung. Oh, hier kommt der Harry Potter Teil. Na, die Treppen bewegen sich nicht. Nein! Obwohl, gar nicht mal so schlecht. Ha! What the fuck? Wenn du davon erwischt wirst, von dem Schlagding, dann wirst du erstmal durch die ganze Welt katapultiert. Auch schön. Wo muss ich denn jetzt lang? Geradeaus. Nee, geradeaus weiß ich nicht. Ja doch, da hinten in die Kanone. Hier vielleicht? Ja. Da liegst du, glaube ich, nicht falsch.
Danke für deine Mithilfe. Bitte, immer gerne. Ich helfe, wo ich kann. Ja, warum hast du dann gerade gegen den Stein geschlagen? Sag doch, ich helfe, wo ich kann. Das ist eigentlich das Paar dieser Map. 87. Mhm. Hier liege ich ja auch gut. Ja. Alles machbar, ne? Ja. Von hier unten hier war ich schon ein paar Mal, hier kann ich. Ja, das sind wir schon gewohnt von da. Den kenne ich schon. Ja, perfekt war der. Oh, ja, ich helfe, wo ich kann, ne? Habe ich schon mal erwähnt. Ich wurde mehrmals rumgeschlagen. Albatros. Ja. Ich taste mich noch an. Sehr frech. Das ist in der Tat richtig. Kondor. Ditto. Ich hab dich gesehen. Sag doch gleich, dass der Ball so klein ist. Der Ball ist so klein. Danke. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Guten Tag. Ich sehe schon, das wird wieder nichts für die ewige Statistik. Wieso? Gefühl. Boah, was ist das jetzt hier für eine Bahn? Ich noch nicht verstanden. Da geht es dir genauso wie mir. Und ich habe ruhig. Nein, ich war oben. Ich bin oben. Alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob das, was ich hier so mache, so zielführend ist. Tendenz zu nein. Da gebe ich dir absolut recht. So, ich werde es mit 7 schaffen, wenn ich jetzt nicht hier abkacke. Weil das Spiel rumbackt. Ja. So. Wenn das so geplant ist, dann war das in Ordnung so. Ne, ich glaube, so wie ich das gemacht habe, ist das geplant. Jetzt weiß ich leider nicht, wie du das gemacht hast. Ne, so ist das nicht geplant. Ich habe es tatsächlich getimt, so zu schlagen, dass ich bis nach oben hingeschleudert wurde. Verzwickt.
Leider. Leider. Habe ich dann Pech gehabt, als ich unten aufgekommen bin. Pech, mhm. Ja, hatte ich Pech, hast du gesehen. Ich glaube noch nicht. Nur wenn man das in deinem Kulturkreis nicht Pech, sondern Unglück nennt, ist das doch das Gleiche. Möchtest du mich jetzt gerade aufgrund meiner Dortmunder Herkunft einem anderen Kulturkreis zuordnen? Ja. Das finde ich hart frech. Aber irgendwie auch lustig. So. Cool, dass du schon fertig bist und ich noch nicht angefangen habe. Ja, jetzt kann ich dir mal zugucken. Das ist auch mal schön. Ich wusste übrigens nicht, dass man... Brauche ich halt ein paar mehr. Wie gesagt, wir halten es spannend. Ja, zum Beispiel ich, ob ich hier durchkomme, weil er jetzt gezählt hat, als ich das zweite Mal durchgeflogen bin. Ach ja, wir brauchten noch einen Random-Faktor, dann nehmen wir eine Kanone. Ich hoffe einfach, hier ist Play-Area. Ist jetzt relativ knapp am Hole-in-One vorbei. Nein! Ja, holst du wenigstens mit dem Punkt noch ein bisschen auf mich auf. Wenn du auch die Map gewonnen hast. Ja. Immerhin, damit ziehen wir 1:1 gleich. Ha! Notieren ja. Sie das bitte. Bin dabei. In Ihrer Excel-Tabelle. Ja, also ich würde sagen, beide souverän unter Paar. Kann man nicht meckern. Aber ich habe noch weniger Schläge als du bisher. Ja, das kann gut sein. So, wie fandest du die Map denn? Ich fand die Map tatsächlich auch schön, gebe einen kleinen Abzug gegenüber der letzten Map und sage, für mich sind das 7 von 10. Aha. Ich finde die Idee einfach mal kreativ, dass man nur ein Loch hat. Ja. Da ich sowas noch nie gesehen habe, die Map eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht hat, würde ich sagen, ich bleibe bei den 8 Punkten. Okay, ja, für mich gibt es halt einen kleinen Abzug, weil ich einen Minibug drin hatte, der aber wahrscheinlich nicht so gewollt ist, aber... Ja, Bugs und, sind tatsächlich selten gewollt. Gerade von den Leuten, die Maps bauen. Sie ist halt nicht sehr abwechslungsreich, weil es immer das gleiche Loch ist, aber es ist auch nicht gewollt, dass sie abwechslungsreich ist. Das ist richtig. Ne, von daher. Gut. Ich denke mal, das war 10, ein ganz gutes Ding. Da kann man doch ganz gut mitarbeiten mit den Maps bisher. Also da war noch nichts dabei, was so ultra schlecht wäre. Zur Not haben wir da noch eine im Petto, die das erfüllt. Meiner Meinung nach. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie viele Golfbälle ihr der Map geben würdet, wenn ihr das denn machen wollt. Und ansonsten noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.